Servus Leute zu einem leckeren neuen Indie-Spiel, nämlich Fly Punch Boom! Ja, dem supergeilen, wildesten Anime-Kampfsimulator, den es auf dem Markt aktuell gibt und jetzt gibt, sozusagen. Ja, das Spiel ist ein neues Indie-Game, prinzipiell, das für die Switch und für Steam rausgekommen ist. Ja, ich habe es kostenlos erhalten. Ich wollte es auch mal testen unbedingt, prinzipiell, weil ich habe den Trailer gesehen dazu, die haben sich überall Explosions und Boom und Punch und Fly und alles Pimpa-Bum. Und ich wusste ehrlich gesagt nach dem Trailer immer noch nicht, worum geht's denn eigentlich in dem Spiel? Außer, ja, klar, die kämpfen. Aber wie funktioniert das? Ja, und deswegen wollte ich es mir genau anschauen, habe auch einen Code bekommen und kann euch jetzt dementsprechend die Switch-Version zeigen. Ein kleiner Hinweis, ist die Switch-Version, die etwas früher, also die Switch-Version ungepatcht, vielleicht gibt es einen Day-One-Patch. Ich habe jetzt ein paar Tage vor Release die Version bekommen und dementsprechend kann sie vielleicht noch was im Balancing ändern. Weil ich habe schon festgestellt, also für mich als Geschicklichkeitsspezialist, Kappa, ist das Spiel schwer. Selbst auf leicht ist es schwer. Aber wir werden es einfach mal gemeinsam erleben. Schauen wir mal schnell hier an. Rundenanzahl, ja. Wie viel Leben hat man sozusagen? Knöpfe anzeigen, ja. Oh Gott, ohne die Knöpfe wüsste ich ja noch weniger, was ich machen sollte. Vibration? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Vibration habe, tatsächlich. Steuerung. Ah, das ist alles in Ordnung. Nee, das machen wir so. Schön mit den Joy-Cons. Nein, hab doch gesagt, ja, in Ordnung. Wunderbar. Man kann das Spiel lokal spielen, man kann es online spielen, wenn es released ist. Und man kann hierbei, wie man spielt, das Tutorial erleben. Außerdem gibt es freischaltbare Inhalte, also ja, auf Steam werden es wahrscheinlich die Achievements sein. Und hier, ja, prinzipiell, man kann hier Secrets und alles freischalten. Gibt auf jeden Fall einiges zu tun, sagen wir es mal so. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal, wie man spielt. Und dann schlagen wir uns hier. Die Geschichte geht leider noch nicht. Die wird wahrscheinlich zu Release gehen. Hier seht ihr schon die crazy Charaktere, die man so spielen kann. Und zwei, die man noch nicht sieht, aber wahrscheinlich freispielen kann. Und vielleicht noch vieles mehr in Zukunft. Aber ja, wie man spielt, gönnen wir uns doch mal das Tutorial. Ich habe es zwar schon angetestet und alles, aber gemeinsam ist es, glaube ich, deutlich besser. Außerdem ist die Musik geil hier. So richtig hier Saiyajin-mäßig. So, B, um zu dashen. Wir fliegen hier links diesen Muskelklops, Fleisch und kämpfen gegen den Herzkopf-Spargel-Tarzan. Und mit B können wir dashen. Dadurch haben wir einen kleinen Boost. Boost! Boost! Toll! Und jetzt rammen wir unseren Herzfreund einfach. Bam! Und knüppeln auf ihn ein. Bum, 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 bum. Und nochmal. Bum, 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 bum. Er ist ausgewichen, aber nein! Das ist so die einfachste Art, einen Gegner zu treffen. So, aber es gibt auch Clashen. Übrigens, die Sages sind auch total crazy und hier gibt es Sachen, die man sammeln kann. Man kann mit den Stages interagieren, zum Beispiel. Boom! Haha! Das, was das gerade war, das wird auch gleich erklärt noch. Ich habe das Tutorial schon gespielt, deswegen weiß ich das. Also clashen wir jetzt mal. Bam! Dann fühlt sich so eine Bar. Man hat prinzipiell Y, X und A als Optionen. Und wir sollen Y jetzt treffen. Wir haben hier... Ja, wir haben halt bei okay, treffen wir ihn. Bei Volltreffer, da gibt es mal einen kritischen Hit, so in etwa. So, wir sollen Y drücken. Bam! Ein ordentlicher Damage, bam. Und nochmal. Oh, ich habe jetzt gerade auf Science geschaut, tatsächlich. Und nein, ich sollte ihn nicht so hauen. Ich hau ihn mal wieder in die Stage. Ach, wenn das Spiel so einfach wäre. Ah, jetzt ein kritischer. Bam! In your face! So, aber das war jetzt bloß Y. Y ist einfach mal ein richtiger, harter Hit dem Gegner geben. Aber es gibt auch X, um zu kontern. Wir haben hier prinzipiell ein Steinschere-Papier-System. Ihr habt ja am Anfang gesehen, Y, X und A kann man drücken jetzt in diesem Moment. Y wird von X gecountert, X wird von A gecountert und A wird von Y gecountert. Also Steinschere-Papier-System.
Gut, dann X. Wir kontern. Er wollte uns angreifen. Oh, und jetzt haben wir nochmal Button-Smashing. Ich bin nicht gut in sowas, ganz ehrlich. Ganz schlecht. Und nochmal. X. Ah, ups, ah, bam, bam, bam. Okay, diesmal habe ich es hinbekommen. Ups, dann prügel ich einfach mal auf ihn ein. Ups, jetzt habe ich komplett was war das? Ich habe gerade vergessen, was zu drücken. X sollen wir drücken. Also kontern wir. Nein, das war die falsche Taste. So, und jetzt wird uns beigebracht zu werfen. Das ist A. Also Y ist zuschlagen, X ist kontern, A ist werfen. Und dann werfen wir ihn doch mal. Das wird auch gleich erklärt, warum wir ihn herumwerfen oder was das Ziel des Ganzen ist eigentlich. Oh, der Typ ist auch abgehauen. Nix hier, du wirst hier rumgeworfen. Bam! So, genau, hier wird es nochmal erklärt. Attacke mit Y ist stark gegen Wurf, Wurf ist stark gegen Konter und Konter ist stark gegen Attacke. Okay, das war das. Jetzt sollen... Ah, das habe ich ja schon gemacht. Wir sollen ein Gebäude rammen. Das tut ordentlich weh, wenn man damit jemanden trifft. Man kann so vieles auf den Stages ja nutzen sozusagen. Ja, ein bisschen besser zielen wäre nicht schlecht. Ja, ich kann alles rammen. Oh, okay. Nach 3 Versuchen geht's gleich weiter. Was jetzt? Oh, jetzt werden wir angegriffen. Du stirbst. Stoppe den Balken mit Y. Tatsächlich? Theoretisch ist so eine Runde ziemlich schnell zu Ende. Immer wenn so ein Event passiert, du würdest also gehittet, du würdest weggeschleudert und dann kommt sowas. Dann bist du am Sterben. Sozusagen. Wenn du da im roten Bereich triggerst, hast du die Runde verloren. Nach jedem Mal, wo man sich rettet, allerdings im gelben Bereich, wird es beim nächsten Mal kleiner. Also umso weniger Energie man hat, umso kleiner wird sozusagen der Bereich, der zur Rettung zur Verfügung steht. Und irgendwann versagt man halt. So, wir haben uns gerettet. Gut. So, jetzt sollen wir das wieder stoppen. Und ballern. Das Coole ist, egal wo man sterben würde, es gibt immer unterschiedliche KOs sozusagen. Es gibt auch bloß verschiedene Sachen, wo man das machen kann. So, jetzt habe ich ja schon erwähnt, es gibt so sammelbare lustige Dinge. Diese Sterne zum Beispiel. Umso weiter ich übrigens von meinem Gegner mich entferne, umso größer wird... Schlagen wir die Katze! Oh, schade. Dachte, ich kann mit der Katze was machen. So, wo ist der Stern? Da unten. Ja, wenn wir 2 davon bekommen, sehen wir schon dort unten, dann wackelt es ordentlich. Und dann kann ich hier die Taste drücken und... Eine Genki-Dama kann er als Spezialangriff. Wer Dragon Ball kennt, der weiß, was ich meine. Okay. So ein Feuerball-Junge kann ich mit ihm schleudern. Jeder Charakter hat meines Wissens nach andere Fähigkeiten. Erstmal einen Turm hauen. So, und er hat eben diese Genki-Dama. Die trifft, glaube ich, auch überall. Also, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass die mal nicht getroffen hat. Deswegen ist es ziemlich mächtig, hier sozusagen diese Sachen einzusammeln. Aber ich habe auch festgestellt, selbst auf einfach, die KI ist auch gierig nach diesen. Also, die sammelt wie wild. So, da unten. Und einfach noch eine Genki-Dama schleudern. So, wir haben gelernt, die können auch verfehlen. Geil. Moment, hatte die Genki-Dama die Richtung gemacht, in die ich geschaut habe? Weil... Egal. Schleudern wir ihn nach unten? Wir schleudern ihn nach unten. Genki-Dama! Na, ah, hat's geschafft. Der Fisch wollte ihn fressen. So, teleportieren ist eine Möglichkeit, ja, schnell woanders hinzukommen. Das lädt wieder auf. Unten links seht ihr es. Ich komme sozusagen auf der anderen Seite wieder raus vom Bildschirm. Boop. Ballen! Oh, hat mich erwischt. Okay. So, jetzt bin ich super sauer. Wenn der Kreis gefüllt ist, aktiviert dein Charakter seine Superkraft.
Jeder Charakter, den man auswählt, hat auch bestimmte besondere Fähigkeiten. Er hat Smash, wie Hulk. So, es gibt noch weitere ausgefeilte Techniken zu entdecken. Smash! Jawohl! Oh, ich habe noch gar nicht gewusst, dass... Oh, da habe ich verfehlt. Komm her, mein Freund! Oh yeah! Jetzt schleudere ich dich weg, mein Freund! Und jetzt... Fly, Punch, Bam! Das Lied ist gut. Und weg mit dir, mein Freund! Und hinterher! Nein, er ist ausgewichen. Hier, nimm Gebäude, mein Freund! Der weicht mir aus. Ah, erwischt. Aber das schafft er jetzt nicht mehr. Jawohl, der Finisher Move. Der ist begraben. Nice. Nice. Fly Punch Boom. Sehr geil. Sehr geil. Ja, wie man spielt, habe ich jetzt kennengelernt. Prinzipiell, also ich muss zugeben, auch wenn ich schlecht in dem Spiel bin, es macht Bock. Ich habe erst beim ersten Mal versuchen, habe ich gedacht, oh shit, ich kann niemals ein Video darüber machen, ich bin viel zu schlecht. Und dann habe ich ein bisschen getrainiert und dann mittlerweile besiege ich mal im One-on-One den einfachen Gegner. Und es wird besser, glaube ich, es wird besser. Arcade ist auch ganz cool. Arcade, da kämpft man sozusagen nahezu gegen jeden Gegner, immer nacheinander so in etwa. Aber wir wollen jetzt erstmal, ist auch interessant, wir können auch gegen zwei CPUs, also nee, wir können zwei CPUs einfach zuschauen, wie sie sich verprügeln, wie scheint. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, kann man so im Hintergrund laufen lassen, so ein bisschen zuschauen, wie sie sich einfach die Fresse polieren und Explosions und was weiß ich alles. Aber wir wollen mal, wir wollen gegen die CPU auf einfach tatsächlich, weil das ist für mich schon schwer genug. Wer gute Reflexe hat und das alles drauf hat, der kann natürlich schwer spielen, aber ich gönn mir einfach. So. Ihr seht schon, wir haben hier super crazy Charaktere. Shin, den wir gerade fertig gemacht haben, hier den Popo-Lover, Muscle Boy, dann haben wir was auch immer das ist, eine Elvis-Ente, Groovis, Skelly, das groovige Skelett, Wiggly, oder Wiggle, ja, Booja. Die haben auch alle nochmal extra Skins, theoretisch. Oder anderes Aussehen. Kann man wahrscheinlich irgendwie freispielen. Der Twain ist was auch immer. Das könnte ein Herz darstellen. Keine Ahnung. Und irgend so ein Jetto-Roboter. Ja, und zwei Charaktere, die Lord Rekt und Bart. Die man noch erst freispielen müsste. Nehmen wir mal das super muskulöse Schwein, wie es hier aussieht. Booja. Nein, ich habe schon wieder die falsche Taste. Wir wollen Booja. Tatsächlich, weil ich mit dem mal geübt habe. So, CPU nehmen wir... Was nehmen wir denn? Ja, wir könnten auch random machen, aber... Ach, nehmen wir das wohl. Hahaha, die falsche Taste. Wiggle. Wir haben gerade diese Map gehabt im Tutorial, glaube ich. Wir haben eine Space Map. Wir haben ägyptische Map. Mit Pyramiden und whatever. Eine Unterwasser-Map. Ich würde vorschlagen... Ja, wir probieren einfach mal was Sachen. Machen wir erst die Unterwasser-Map. Die sieht doch cool aus. Riesenwal und sowas. Probieren wir uns. So. Haben wir meinen Freund. So, Volltreffer. Und smashen. Smashen. Jawohl. Und er hat seinen ersten Rettungsversuch. Und noch ein Volltreffer. Ah, aber hat aber gekontert. So. So, ich will ihn werfen. Geil, er hat auch werfen gedrückt, deswegen haben wir so einen Volltreffer. Hey, das läuft gerade. Ich werd besser, tatsächlich. Ah, das war nicht so gut. Und er kontert. Nein, ich hab nicht alles gesagt. Ich musste jetzt mich retten. Da, ich sag's doch. Aber dafür hat er jetzt in die Fräse bekommen. Der hat sich zwar das Teil geholt, aber... Oh, das ist ein super Move. Nein, er kontert schon wieder die Ratte. Ah, und ich habe falsch gedrückt. Aber jetzt.
Jawohl, er wollte kontern, ich habe ihn aber geworfen, die Ratte. Diesmal konnte er schon wieder, aber ich hatte einen Volltreffer verflucht. Ah, das kriegen ihn. Oh, das ist ein super Move, Bomben hier zu verteilen. Uff. Sieht schlecht aus. Und Button Smashing. Jawohl. Ah, seins wird dünner. Es wird dünner. Ah, nein, das war seine Superattacke gerade. Gönnen wir uns auch so ein Teil. Habe ich da gerade richtig? Nee, da habe ich. So, jetzt bin ich dran. Spin Dash. Der hat mich gerade mit einem Gebäude erwischt, aber Spin Dash macht mich extremely fast. Ah, nein, zu schnell. Ja, die Bomben. Ich hab's schon gesehen, als es kam. Nein, er kontert schon wieder. Das ist so. Oh, ein Volltreffer, komm. Jawohl. Der hat's immer noch geschafft. Jetzt boxe ich dich aus der Map. Jawohl, ja. Bam. Huh, das war knapp. Ah, unspektakulär. Nein, nicht unspektakulär. Oh. Wir haben schon gewonnen. Geil. Ich dachte, 2 Runden oder so. Puh. Oh. Geil. Ja, tatsächlich, der gefällt mir. Also mit seiner Super-Attacke, wo er dann super schnell ist und so. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt die gesehen. Nehmen wir doch mal... nehmen wir Kate. Einfach. Und spielen wieder Bouja und dann lassen wir uns überraschen gegen Twain. Twain ist unser erster Gegner. Okay, probieren wir mal Kate. Vielleicht schaffen wir 1-2 Gegner. Die Map wird dann wahrscheinlich auch random. Genau. Ah, das ist die Wüste. Sehr gut. Dann haben wir die auch mal gesehen. Oh, shit. Okay, wir sehen bei der Wüste... Da gehen ein paar Dinge. Mash! Und Volltreffer! Wo ist er hin? Volltreffer! Junge, bleib hier! Ich will dich fetzen! Ich habe gesehen, dass du auch A gedrückt hast, aber ich bin besser! Nein, der hat es. Sein Ulti bekommen. Ah, er wollte kontern, aber ich habe ihn geworfen. Mash hatte. Ich weiß nicht, was Mash macht. Ah, der kontert mich. So langsam habe ich es auch raus, zu sehen, was passiert. Ah, nee, ich habe schon wieder... Das ist doof. Ich kann nichts machen. Boah. Seht ihr, wie viel Damage der mir... zieht? Oh, jetzt in your face. Oh, Full Dash. Und wegwerfen. Und rein in die Fräse. Bam. Kann ich auch, was der kann. Haha, er hat es nicht geschafft. Der Wurm frisst ihn. Nice. Twain down. Ah, Wiggle als nächstes. Mal schauen, ob wir den auch fertig machen. Aber ich dachte, wir haben ja 2 Leben. Das geht mir alles zu schnell. One-on-one. Jawohl, ja. Habe ich gesehen. Aha, du hast vermasselt, my friend. Jawohl. Na, ich wollte eigentlich auch ausbrechen. Wow, der hat versucht, aber er hat es nicht hinbekommen. Und weg mit dir. Jawohl. Und nochmal richtig drauf. Ich bin der Master of Wiggle Destroying. Ich rede Schwachsinn, ich weiß.
Nein. Und ich sollte... Ich bin ja... Ich weiß halt nicht immer, wann sozusagen was zu tun kommt. Also, wo ich drücken muss. Ah, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ha, bin beide zu früh gedrückt. Er hat nicht. Er hat aber seinen... Oh, ich bin fast down. Spin Dash aktivieren. Der hat mich fast down. Ja, aber er hat versagt. Snaggeria. Piranha Futter ist Wiggle. Das war knapp. Der hat mich fast fertig gemacht. Groovies. Ich kann mich erinnern, gegen den habe ich als allerletztes gespielt und ich hatte keine Chance gegen ihn. Oh, und jetzt auch noch die Map. Ah. Er hat es aktiviert. Geil. Ja, hier gibt's... Oh, shit. Ja, da wusste ich zum Glück, was passiert. Und er hat sich selbst gehittet. Jawohl. Das wollte ich. Nein, er hat Angriff gedrückt und ich habe Werfen gedrückt. Eigentlich wollte ich das gerade aktivieren, damit es ihn erwischt. Aber so hauen wir ihn aus der Base raus. Raus mit dir. Na, noch lebst du. Okay. Hitten und bashen. Avoid. Ah, er wollte mich werfen. Sehr gut. Ah. Okay, werfen gegen werfen. Bashen. Das ist, glaube ich, sein Void. Ist er dann noch eine Chance hat oder so? Hey, du entkommst mir nicht, mein Freund. Wenn du nicht konterst, mache ich dich fertig. Aber jetzt noch nicht, Schatz. Nein, du hast deine Fähigkeit. Puh. Okay, was war das? Wir sind eins. Ja. Nein. Verdammt, ich bin gerade raus. Ich will ihn fancy besiegen. Spin Dash. Shit. Ich will das dort oben aktivieren. Jawohl, es hat ihn erwischt. Man muss bloß richtig ausweichen. Und raus mit dir aus der Welt. Oh, my friend. Da warst du kopflos am Ende. Okay, er kennt es. Shin, mein Freund. Shin, dich kennen wir aus dem Tutorial. Ich mach mal jetzt auch noch fertig. Ihr seht schon, also geistreiche Kommentare braucht ihr mir hier nicht abverlangen, tatsächlich. Ah, Shin kontert so gerne. Ich kann mich erinnern. Oh, gleich. Ah, aber diesmal bashen wie... Nein! Der hat mich voll... Der macht mich fertig. Diesmal habe ich ihn volltreffermäßig erwischt. So, ich werfe ihn. Nein! Nein! Und ich bin tot. Ich habe mich verdrückt. Das war mein Run. Ah, ein Leben ist echt hart. Ein Leben ist hart. Ja, ihr seht. Einfach nur cooles Game. Wie viele Menschen? Null? Das geht nicht, okay. Machen wir mal zwei CPUs. Schwer. Moment. Muss ich dann gegen zwei schwere CPUs antreten? Nein, sehr gut. Oh. Wenn ich klug wäre, dann würde ich das jetzt einfach machen und würde darüber reden und könnte kluge Kommentare geben und was ich alles so super mache. Ja, ich bin natürlich der Gewinner. Das weiß ich auch schon vorher. Ist alles ja voraufgenommen.
Ja, ihr seht schon, auf schwer, da also die Buttons, die werden da gemasht, das geht schon. Ein bisschen verwirrend ist, dass man vom Gegner auch immer die Buttons sieht. Das finde ich ein bisschen verwirrend, weil ich denke dann immer, muss ich drücken oder nicht? Oder ne? Aber ihr seht schon, wer Bock hat, selbst mal richtig geile Fights abzuliefern. Ich weiß leider, wie viel das Spiel kostet. Tatsächlich auf Steam, die Kosten sind mir nicht ersichtlich. Aber ich kann mir vorstellen, hier für bis zu 20 Euro ist das schon ein ganz nettes Spiel von nebenbei. Ist mal ein Beat'em-up der anderen Art sozusagen. Sonst kennt man ja eher so Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, wo man halt auf 2D-mäßig gegeneinander kämpft meistens. Manchmal auch 3D. Und hier haben wir dann mal von Dragon Ball wahrscheinlich inspiriert mal einen Kampf. Mit richtig geilen Effekten und allem. Also, ja, wer Bock hat auf richtig übertriebene Anime-Action, der kann sich das Spiel auf jeden Fall antun. Schade nicht. Muss halt bloß ein bisschen gut mit den Geschicklichkeitsskills sein, mit den Button-Mashings. Aber ansonsten, dann macht's schon richtig Bock und dann habt ihr richtig was zu tun. Besonders mit Freunden. Mit Freunden macht es bestimmt super geil. Super viel Bock. Aber naja. Ich hoffe, es reicht euch. Beziehungsweise ich hoffe, es hat euch gefallen, mal hier in das Spiel reinzuschauen. Also, ich hoffe, es reicht euch zu sehen, worum es in dem Spiel geht. Wie gesagt, der Trailer hat mir ehrlich gesagt nicht viel gesagt, aber mittlerweile, nachdem ich es gespielt habe, verstehe ich, ja, der Trailer ist dann doch schon recht akkurat. Man wird bloß nicht schlau, wenn man es nicht selbst gespielt hat. Es ist wirklich herumfliegen, rumballern, rumbattlen und irgendwelche coolen Game-Overs anschauen manchmal. Also jede Map hat ungefähr, würde ich mal sagen, 5 bis 10 verschiedene Möglichkeiten, dass der Gegner drauen geht, mehrere Objekte, mit denen man interagieren kann, von Gebäuden, die man schleudern kann oder Teilen, die man kaputt machen kann, Planeten. Dann gibt es Superwaffen bzw. Superfähigkeiten und es gibt halt die komischen Gummiwände da oben, links, rechts und unten. Das ist auch immer ganz witzig, wie im Ring. Ja, hoffe, es hat euch gefallen zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.